Ja, es war für uns sehr gut, dass wir einige Jahre in der Opposition den Parlamentsbetrieb kennenlernen konnten, bevor wir in die Regierung eingetreten sind. Wir haben ja auch schon in der Opposition als Freie Wähler sehr viel bewegt. Wir haben das 9-jährige Gymnasium wieder eingeführt, wir haben die Studiengebühren abgeschafft, wir haben zuletzt die Straßenausbaubeiträge abgeschafft. Also schon riesige politische Erfolge, obwohl wir noch gar nicht mitregiert hatten. Und ich glaube, dass uns diese Zeit gut getan hat und das eine gute Lehrstunde gewesen ist für die Regierungsbeteiligung. Zunächst mal ging es natürlich darum, durch die Regierungsbeteiligung der Freien Wähler eine stabile bürgerliche Regierung in Bayern hinzubekommen. Das sieht man jetzt nach 2 Jahren, das ist gelungen. Die Alternative wäre ja gewesen, dass die CSU mit den Grünen hätte eine Regierung eingehen müssen. Ich glaube, wir haben damit die Weichen richtig gestellt, dass eine vernünftige Politik der Mitte möglich ist, dass wir den ländlichen Raum stärken, dass wir Handwerk, Mittelstand, Landwirtschaft, all diese Themen nicht vergessen, dass wir aber auch offen genug sind für innovative Themen der Energiewende, der Wasserstoffwirtschaft und dergleichen mehr. Und jetzt geht es einfach darum, den Wohlstand Bayern weiterhin zu sichern. Und dazu sind die Freien Wähler, glaube ich, der richtige Partner. Ich bin überzeugt, dass Wasserstoff der Schlüssel ist, um Ökonomie und Ökologie gemeinsam nach vorne zu bringen, dass wir eben nicht entscheiden müssen, wollen wir weiterhin mit fossilen Energieträgern unseren Wohlstand sichern und nebenher die Umwelt beschädigen oder wollen wir massiv vom Wohlstand runter, sondern mit Wasserstoff können wir sowohl unsere Mobilität aufrechterhalten, können weiterhin fliegen, Auto fahren, können Energie verbrauchen, aber eben auf eine Form, die umweltpolitisch völlig korrekt ist, weil als Abfallprodukt von Wasserstoff eben hinten nur Wasser rauskommt, keine fossilen Produkte umgesetzt werden müssen und weil wir damit im großen Stil neue Arbeitsplätze in Bayern und Deutschland schaffen werden, weil diese Produkte weltweit gefragt sind, heute schon gefragt sind und in den nächsten Jahren noch massiv an Nachfrage, ja, Zuwachs zu rechnen ist. Also ich bin überzeugt, wenn wir hier vorne an der Spitze dabei sind, dann ist Bayern wirtschaftlich auch weiterhin an der Spitze dabei. Also ich bin Landwirt und mein Herz schlägt nach wie vor für diese Branche, für diese zentrale Branche der Lebensmittelsicherheit auch in diesem Land und des Pflegens der Kulturlandschaft. Und da kann ich aus dem Wirtschaftsministerium heraus sehr viel dazu beitragen, dass es mit der Landwirtschaft gut oder besser weitergeht wie bisher. Das Thema Bioökonomie ist ja eine riesige Zukunftschance, dass wir eben mit natürlichen Ausgangsprodukten aus Zuckerrübe, aus Getreide, aus Stroh, aus Holz und so weiter viele Produkte künftig ersetzen können, die heute noch aus fossilen Energieträgern kommen und aus fossilen Ursprungsstoffen kommen. Der ganze Themenkomplex der Energiewende nicht zu vergessen. Auch hier sind ja die Landwirte als Grundbesitzer, als Waldbesitzer vorne mit dabei, wenn es darum geht, wie betreiben wir eine Biogasanlage, hier die Rohstoffe dazu zur Verfügung zu stellen? Wo sind die Flächen für PV-Freiflächen, also für Photovoltaik auf den Äckern draußen? Da gibt es in Zukunft auch noch viele Visionen, Ackerland und Energieerzeugung auf einer Fläche zu sehen und hier trotzdem Nahrungsmittel noch zu erzeugen mit Agro-PV. Also hier die gesamte Thematik der Energiegewinnung auf landwirtschaftlichem Grund und Boden. Auch das sind Themen, die sehr stark bei mir verortet sind. Und nicht zuletzt auch das Thema der Landesentwicklung. Wie gehen wir mit Agrarland um? Wir wollen also sehr sparsam mit dem Verbrauch von neuem Grund und Boden umgehen. Auch das wird über die Landesplanung im Wirtschaftsministerium organisiert, dass wir Ackerland schonen. Ja, im Wirtschaftsministerium ist es natürlich besonders schön, dass man hier so viele verschiedene Themenkomplexe hat, wo man sich wirklich von der Energiewende bis zur Gastronomie, Tourismus bis hin zu der Großindustrie mit allen Themen auseinandersetzen kann, dass man verschiedenste Leute und Verbände und Interessengruppen kennenlernt. Also ein sehr lehrreiches Amt hier und trotzdem ist es auch sehr schön, hier sehr viel bewegen zu können, indem man bei vielen, vielen Alltagsthemen wirklich auch Lösungen für Probleme herbeiführen kann. Das macht mich zufrieden und glücklich, wenn ich Probleme der Menschen lösen kann. Ja, mein Lieblingsort ist zu Hause im Wald eindeutig, wo die Vögel zwitschern und die frische Luft vorherrscht und schöne Bäume sind und man ein paar Tiere sieht. Ich bin ja Jäger und bin gerne draußen im Wald. Also das ist der schönste Ort. Ja, Bayern sollte sich gar nicht so viel verändern die nächsten 20 Jahre. Es ist ja sehr vieles sehr schön hier. Die Natur ist schön, die Menschen sind überwiegend noch vernünftig. Ich hoffe, dass wir bis in 20 Jahren nicht vieles von dem über Bord geworfen haben, was uns heute gefällt. Ich will also, dass wir weiterhin Bauernhöfe draußen haben, dass wir schöne Natur haben und zufriedene, glückliche Menschen. Also wenn wir das bewahren, was wir haben, ist schon viel passiert.
Ja, mich haben gesellschaftliche Zusammenhänge schon von klein auf interessiert. Ich war früher bei der katholischen Landjugend, habe mich dort auch in der Vorstandschaft engagiert. Wir haben damals Gartenfeste und Fußballspiele und Spaßwanderungen organisiert, haben also junge Menschen zusammengeführt und das war schon ein gesellschaftspolitischer Beginn. Ja, Bayern ist, da ist die Welt in Ordnung, da sind die Menschen vernünftig, da darf man noch einen Witz erzählen, ohne angezeigt zu werden. Also Bayern soll weiter Bayern bleiben. Ein Abgeordneter soll sich in andere Menschen hineinversetzen können. Er soll die Welt aus der Sicht seines Gegenüber sehen, nicht nur aus seiner Sicht. Das muss ein Abgeordneter mitbringen. Der schönste Fleck in Bayern, das ist die Heimat jedes Einzelnen. Und bei mir privat ist es mein Wald zu Hause. Dass Bayern Bayern bleibt, dass die Menschen wieder vernünftiger werden und dass wir uns nicht ständig an irgendwelchen Themen aufhängen. Wir sollten die Dinge etwas pragmatischer angehen und sollten uns nicht gegenseitig die Augen auskratzen.